Hallo Leute, herzlich willkommen zum Sonntag zur Fragerunde mit Hannes und Benjamin. Wir sind immer so happy, dass wir Sonntag mit euch gemeinsam die Fragerunde machen können, weil es ist halt wirklich auch der Tag, wo wir euch sehr nah sind, wo wir wirklich mehr oder weniger mit euch gemeinsam eben diese Fragen beantworten. Und wir wissen ja, dass sehr viele Fragen im Kopf haben. Es ist eine Zeit der Unsicherheit, es ist eine Zeit, wo man nicht weiß, was man tun muss. Und genau deswegen gibt es ja uns Invest in Best, das Wahrheitsprojekt, damit wir mehr oder weniger ein bisschen Licht in diesen großen Dschungel, gerade in den Dschungel in den Finanzmärkten derzeit hineinwerfen oder hineinblicken. Und Hannes, Sonntag macht immer Spaß. Wir freuen uns natürlich auch wieder auf dein Wort zum Sonntag, wie immer, was jeden Sonntag kommt. Und Hannes, wie geht's dir in den USA? Ich muss sagen, Sonntag, ich bin wieder bereit. Wir haben tolle Fragen vorbereitet. Ganz richtig, Benjamin. Für mich ist auch immer eine Riesenfreude, da in engem Kontakt mit euch zu sein. Und wie gesagt, da sieht man auch, was für eine tolle Community wir sind, wie stark wir als Gemeinschaft da irgendwie schon geworden sind, wie viele da am Sonntag immer dabei sind, wie viele Fragen da kommen beim Mail, bei YouTube unten drunter. Von dem her vielen, vielen Dank dafür. Das stärkt uns, das gibt uns Kraft. Und das, glaube ich, wollen wir in Zeiten wie diesen, brauchen wir das. Wir brauchen eine Gemeinschaft, wir brauchen Stärke gegenseitig. Ich weiß von ganz vielen Leuten, die haben das Problem, in Anführungszeichen natürlich, dass sie in ihrer Familie, bei ihren Freunden relativ isoliert sind mit ihrer Meinung und dort alleine dastehen. Und da, glaube ich, tut es dann einfach wahnsinnig gut, wenn wir gemeinsam bei Invest in Best hier uns gegenseitig stärken können. Und Benjamin, ab sofort, wie gesagt, wir merken, überall die Daumenschrauben werden langsam enger. Spätestens nach den Wahlen in Deutschland, glaube ich, wird sich das wahre Gesicht, was da im Winter auf uns zukommt, zeigen. Und deswegen haben wir jetzt auch gesagt wieder, okay, sechsmal die Woche haben wir auf YouTube ein Video raus, verstärken hier wieder den Intervall. Zu viel gibt es zu berichten, zu viel gibt es zu sagen, zu viele Chancen gibt es auch irgendwo zu nutzen. Und dann ganz besonders ab nächster Woche, ab Dienstag, hauen wir auf Telegram dem Wahrheitsprojekt gerecht werdend einen raus, wo man vielleicht auch ein bisschen offener als aus diversen anderen Plattformen sprechen kann. Deswegen unbedingt jetzt den Telegram-Kanal abonnieren, um dann nächsten Dienstag einmal die Woche immer dienstags auf Telegram top informiert zu sein. Benjamin, start mal los mit den Fragen. Welche Fragen brennen den Leuten unter den Nägeln? Also, jetzt geht's richtig los und zwar Blackmagic fragt uns heute bei der ersten Frage: Wie seht ihr den Aktienmarkt für die Zukunft? Lohnt es weiterhin in Aktien, ETFs zu investieren oder sollte man sich eher auf Edelmetalle und Krypto konzentrieren? Ich glaube, eine sehr interessante Frage, weil wir haben auch ganz viele bei uns, die anfragen, ja, ich habe alles in Edelmetalle, ich möchte gar nichts in Krypto investieren, gar nichts in Aktien investieren. Der andere kommt und sagt, ich habe 100% in Bitcoin, Gold macht keinen Sinn mehr, Aktien auch nicht mehr, ich bin 100% dort und es macht, ja, wie gesagt, mit Aktien möchte ich sowieso nichts anfangen. Der andere sagt, nein, mit Aktien habe ich vielleicht schon ein stattliches Vermögen aufgebaut, Krypto ist mir viel zu volatil und Gold funktioniert sowieso nicht, ganz nach Warren Buffett, Gold kauft man nicht, sondern man kauft etwas, was Rendite bringt. So, unser Statement dazu ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Man sollte von allem etwas besitzen und es ist ganz wichtig, dass man eben eine Diversifikation im Portfolio hat. Ich weiß, es gibt sehr viele Schlaumeier, die immer wieder sagen, nein, man muss nicht diversifizieren und ja, es gibt Momente, die man als erfahrener, sage ich jetzt mal Investor, verwenden kann, um definitiv konzentrierter in eine Anlageklasse zu gehen, um Vollgas mehr oder weniger diese Bewegung auch mitzunehmen. Meistens ja, geht so etwas aber gewaltig schief und von 100 Investoren und 95 davon, die das machen, gehen pleite und werden nie erfolgreich sein in ihrem Leben. Nur diese 5, von denen man vielleicht ein Buch liest oder von denen man vielleicht oft gehört hat, die haben damit ein Vermögen gemacht. Fakt ist aber eines, man sollte immer eine Diversifikation haben. Eine Diversifikation kann auch, muss nicht über alles gestreut sein. So eine Diversifikation kann zum Beispiel zwischen Aktien in diversen Sektoren, die derzeit sehr interessant sind, und zum Beispiel Edelmetalle, Gold und Silber und Krypto, Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen stattfinden. Und dann kann man das Ganze in einem schönen Portfolio aufbauen. Das Ganze haben wir übrigens auch bei uns bei Invest in Best gelehrt, bei uns in der Excellence Class. Jeden, der das interessiert, kann sich das gerne mal anschauen, wo wir einfach ganz genau auf die Allokation auch hingewiesen haben, wie man solche Portfolios baut, die eben, also adjustiert zum Risiko, eine gute Performance auch wirklich liefert. Deswegen, Hannes, meine Meinung dazu ist ganz klar, diversifizieren, auch wenn wir ganz klar beide etwas mehr in Krypto derzeit investiert sind. Soweit können wir uns schon aus die Fenster lehnen, Hannes, und das können wir, glaube ich, auch beide sagen.
Benjamin, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das Einzige, was ich dazu noch loswerden möchte, ist, dass man sich dort, wo man sich befindet, dort, wo man investiert, dort, wo man seine Zeit damit auch irgendwo verbringt, denn Investieren ist auch immer ein Investieren von Zeit, sollte man sich wohlfühlen und diese Asset-Klasse auch irgendwo mögen. Wenn man eine Abneigung gegen irgendetwas hat, dann sollte man hier nicht großartig investieren, denn das, glaube ich, ist nicht ein unbedingter Erfolgsweg. Benjamin, eine Frage, die muss ich auch ganz kurz beantworten, und zwar von Robert Gerbach, der hat geschrieben: Lieber Hannes, jetzt mal Butter bei den Fischen. Diesen Ausdruck kenne ich nicht. Wie kommt man ohne Impfung nach Florida? Nimm dir kurz Zeit, mir dies zu beantworten, andernfalls muss ich ihm davon ausgeben, na, du weißt schon was. Und das muss ich sagen, die Frage ist ganz oft gekommen, auch viele Mails haben mich da erreicht, wie kommt man derzeit in die USA? Hannes, du bist sicherlich geimpft etc. Ich muss ganz klar sagen, in den USA, die Einreise ist sehr schwierig, jedoch hat sie nichts mit einem Impfstatus zu tun. Wer derzeit in die USA einreisen möchte, ein Visa erlangt, der braucht einen sogenannten National Interest, also er muss von nationalem Interesse für die USA sein und dann kann man einreisen. Wie das Ganze geht, da haben wir auch schon sehr viele Leute erfolgreich in unseren Coachings beraten, haben damit die Tür und oder die Möglichkeiten eines wirtschaftlichen Sesshaftwerdung in den USA erklärt und abgebildet. Gerne im Coaching macht man das. Wie gesagt, aber mit einer Impfung hat es derzeit noch nichts zu tun. Ganz, ganz wichtig war mir das zu sagen, Benjamin, denn daraus kann man, glaube ich, auch relativ viel dann ableiten. Und dann noch, Benjamin, eine Sache, der Thomas H. schreibt: Backt von Rom, backt mit dem Teufel. Das kann ich so eins zu eins unterschreiben und das, glaube ich, gibt auch dann relativ viel Aufschluss, wie wir zu gewissen Themen eingestellt sind. Mehr dazu dann kommenden Dienstag auf Telegram. Ich hoffe damit, dass sich diese Frage, ob Benjamin und Hannes vielleicht geimpft sind, sich damit erledigt hat. Das hoffen wir und in dem Sinne, ich hoffe, wir haben es euch zumindest indirekt hier sagen können. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Zweite Frage für heute kommt von Damaris Stelli und zwar zwei Fragen gleich. Die erste Frage: Wie schätzt ihr denn die Lage ein? Staatliche Repression, Einführung von Zwangshypotheken etc. in der Schweiz? Fragezeichen und in Deutschland? Fragezeichen. Und die zweite Frage ist: Ist es sinnvoll, eine vor 20 Jahren angelegte Lebensversicherung, Kombiversicherung und Sparen jetzt aufzulösen? Hannes, vielleicht die erste Frage für dich: Wie schätzt du die Lage staatliche Repression, Zwangshypotheken in der Schweiz und in Deutschland ein? Was ist deine Meinung, Hannes? Naja, also in der Schweiz, glaube ich, sieht es doch noch wesentlich besser aus als in Deutschland, in dem Euroraum. Ich glaube, im Euroraum kann man fest damit rechnen und in der Schweiz kann man noch fest hoffen. Wie gesagt, die Schweizer Staatsform, das Schweizer Volk hat immer an und für sich erst in der Krise seine Stärke gezeigt. Diese Krise ist offenkundig, diese Krise ist da und jetzt wird es Zeit, die Stärke irgendwo auch des Föderalismus, der starken freiheitlichen Bestrebungen der Schweizer irgendwo auch zu zeigen. Und ich würde daran nicht warten, bis es zum Referendum kommt, Benjamin, bei euch in der Schweiz im November, sondern ich würde diese Stärke der Schweiz, diesen Föderalismus, diesen, das Wort mehr oder weniger Hab und Gut oder das Vermögen noch irgendwo ein Privateigentum, dass das Ganze noch ein Begriff ist, der, für den es sich auch lohnt, irgendwo sich einzusetzen, da würde ich in der Schweiz nicht mehr lange warten. In Deutschland sehe ich das anders, dort hat man relativ viel schon verpasst. Wie gesagt, es ist niemals zu spät, wir können uns jeden Tag neu entscheiden, durch die Richtung, wo es hingeht. Glaube ich, ist in der Europäischen Union ganz, ganz klar und Deutschland ist hier trauriger Vorreiter. Ja, also gerade natürlich für diejenigen, die mehr Häuser haben, Zinshäuser haben, die vielleicht mehr Besitz haben, gerade im immobilen Bereich, die sollten sich in Deutschland ganz warm anziehen, da wird doch einiges kommen. Wobei ich natürlich auch generell der Meinung bin, dass es eine Assetklasse ist, die nicht unbedingt so attraktiv sein wird für die nächsten Jahre. Außer man ist natürlich vielleicht in der Entwicklung, Immobilienentwicklung ist ein ganz anderes Geschäft nochmal, aber der klassische Anleger, der Mietwohnungen kauft und damit einen Zins, Mietzins generieren will, glaube ich, wird ganz, 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 ganz schwierig werden, da noch eine Rendite oberhalb der Inflationsrate zu bekommen. Zweite Frage nun: Ist es sinnvoll, eine vor 20 Jahren angelegte Lebensversicherung jetzt aufzulösen? Wir dürfen ja und machen ja auch keine Anlageempfehlung auf YouTube. Allerdings, ich selber, ja, würde sie auflösen. Es macht wirklich wenig Sinn. Man sollte in dieser Zeit so gut wie möglich schauen, dass man in Sachwerte hineinkommt, in, sag ich jetzt mal, ja, inflationsgeschützte Vermögenswerte, vielleicht der bessere Ausdruck dafür. Da gibt es auch viele, viele interessante Möglichkeiten. Diese gesamten Möglichkeiten haben wir bei uns bei Invest in Best aufgearbeitet. Ich glaube, so detailliert wie kein anderer. Ein
jeder, den es interessiert. Wir haben da jetzt mal unseren Bonuscode Herbst oder einfach den Link hier unter diesem Video, die Jahresmitgliedschaft derzeit vergünstigt, wo ihr auch ein monatliches, ja, oder ein Q&A mit dabei habt, live Q&A mit Hannes und mir, wo ihr uns auch live dann Fragen stellen könnt zu dem ganzen Content, zu dem ganzen Wissen, das wir bei Invest in Best schon veröffentlicht haben. Und genau auf diese Dinge eben, auf diese, ja, Fragen, die einfach jeden treffen, auf die sind wir gerade bei uns im Mitgliederbereich eingegangen und dann jeder, der mit dabei sein will, bitte herzlich bei uns eingeladen. In diesem Sinne, Hannes, ich glaube, mit der Lebensversicherung sind wir uns beide einig, da können wir gleich zur nächsten Frage übergehen zum Sonntag hier und die kommt von Rudi Sagmeister. Und das ist auch eine sehr coole Frage, denn Rudi hat was gut gemacht. Was empfiehlt ihr einem jungen Studenten Anfang 20, der sich im Laufe dieses Krypto-Bullenmarktes ein schönes Startkapital für sein Leben verdient hat? Auch wenn man an Krypto glaubt, sollte man doch ab einem bestimmten Punkt anfangen zu diversifizieren, um sein Vermögen zu schützen und weiter auszubauen. Schöne Grüße und danke für den super Content. Hannes, die Frage muss ich dir übergeben, es nützt nichts. Ganz richtig, Benjamin. Eingangs ist ja relativ viel schon dazu gesagt worden. Natürlich macht es Sinn, als Anfang 20-Jähriger, wenn man sich schon was erarbeitet hat, was wunderbar ist, das Vermögen zu diversifizieren. Das macht absolut Sinn natürlich. Natürlich ist auch momentan Krypto eine Chance. Und wann sollen nicht die Jungen in Krypto investieren? Warum das Ganze wieder dem alten Kapital zu überlassen? Warum diesen großen Kuchen wieder vom alten Kapital alleine absaugen lassen? Ich glaube, da wäre auch schon eine große Chance drinnen in diesem Umbruch auch für die junge Generation. Und ich glaube, dann machst du relativ viel richtig und dann, glaube ich, kann auch dein Input in dieser neuen Welt optimal erblühen und erwachen. Von dem her, Benjamin, das passt relativ auch gut zum Wort zum Sonntag, das Wort zum Sonntag, das ich wieder einleiten möchte. Und zwar bin ich jetzt relativ oft, und diese Woche haben wir ein Video auch gemacht, wo Donald Trump wieder relativ stark in den Fokus gerückt ist. Und da werde ich ja oft gefragt, warum bist du so positiv gegenüber Donald Trump und so negativ gegen Biden? Warum bist du so negativ auf die europäische Politik und so weiter? Und da muss ich eines ganz klar sagen, warum mag ich Donald Trump? Aus einer einzigen Sache, Benjamin. Und zwar, Donald Trump ist Mensch. Donald Trump ist vielleicht ein Mensch mit vielen Fehlern, das mag sein. Aber Donald Trump ist Mensch. Und das ist in einer Welt, in der ein transhumaner Politik mehr oder weniger über die ganze Welt drüber gefahren wird, für mich persönlich eine Wohltat. Wie gesagt, ich will nicht eine Welt, in der der Transhumanismus Einzug haltet, in der alles mit irgendwelchen Zahlenspielen logisch argumentiert wird und am Ende des Tages ein Social Scoring System über uns entscheidet, wie zu Zeiten von Caesar, Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Und an dieser Welt freue ich mich, wenn ich einen Menschen sehe mit Fehler, wenn ich einen Menschen sehe mit echten Emotionen und echten Gefühlen. Vielleicht manchmal passend, vielleicht manchmal unpassend, aber auf alle Fälle ein Mensch. Und genau darum soll es uns in Zeiten wie diesen wieder irgendwo gehen. Verlieren wir die Angst vor unseren Mitmenschen? Leben wir wieder den sozialen Kontakt? Leben wir wieder die soziale Zugehörigkeit auch irgendwo? Trauen wir unseren eigenen Körpern auch wieder eine Widerstandsfähigkeit zu, eine Gesundheit zu? Gehen wir nicht davon aus, dass der Nachbar krank ist, dass der Freund krank ist, dass man selber krank ist, sondern trauen wir uns zu, gesund zu sein. Trauen wir uns zu, soziale Wesen zu sein, mit Fehlern, mit Stärken und Schwächen, wo wir jeden Tag daran arbeiten können, um vielleicht ein Stück weit besser zu werden. Und dann sind wir, glaube ich, ein Stück weit näher dran an diesen Menschen, als der wir geschaffen sind. Und ich glaube, darum geht es in Zeiten wie diesen. Wir sollten nicht momentan uns darauf fokussieren, andere zu ver- oder andere zu beurteilen. Oder noch, wie es momentan auch gemacht wird, das Vermögen, das Wissen von anderen zer- und verteilen. Sondern konzentrieren wir uns einfach wieder darauf, Liebe, Menschlichkeit, Barmherzigkeit, Verständnis, Zutrauen, Vertrauen und vor allem auch das eigene Zutrauen zum eigenen Wissen, zum eigenen Mut, zum eigenen Handeln wieder zu leben. Und dann, glaube ich, wachen wir morgen alle in einer Welt auf, die vielleicht mit Donald Trump nicht perfekt ist, aber die vielleicht ein Stück weit mehr menschlicher ist und damit eigentlich dem gerecht wird, was wir alle sind. Hannes, ich glaube, die Menschlichkeit ist überhaupt derzeit in dieser Welt, wo fast schon, ja, wie soll ich sagen, Menschen wie Tiere behandelt werden. Es ist einfach so, indem man sich zertifizieren lassen muss, damit man überhaupt Zutritt zu irgendetwas hat. Ja, fällt ja nur mehr irgendwie, so wie das die Kühe haben, irgendwas beim Ohr vielleicht noch raussteht, dass man hier da hinein, in diese Schublade hineingehört oder nicht. Also furchtbar, was derzeit stattfindet. Deswegen glaube ich, Menschlichkeit ein ganz, ganz wichtiges Wort, ein wichtiges Wort gerade für diese Zeit. Es braucht sehr viel Menschlichkeit, es braucht Toleranz. Und diese, ja, wie soll ich sagen, Fake-Toleranz, die uns immer verkauft worden ist von der Politik, genau jetzt sieht man, wo es hingeführt hat, nämlich in eine komplette eindimensionale Welt, wo es nur mehr um das eine Thema geht. Und wenn man das nicht mehr oder weniger mitspielt, ist man sofort ausgeprägt.
wie soll ich sagen, kein Mensch mehr, ausgemenscht wollte ich schon sagen, dann ist man kein Mensch mehr. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt dran arbeiten. Und das kann jeder machen von uns, wie der Hannes schon sagt. Jeder von uns kann dazu einen Teil beitragen und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das tut. In diesem Sinne, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Fragen waren sehr interessant für heute. Ihr müsst bitte unbedingt, und ihr sollt, ganz, ganz wichtig, müssen oder gar nichts, aber unbedingt hier unter diesem Video 3 Fragen hineinposten, weil beim nächsten Sonntagsvideo beantworten wir diese Fragen. Also ganz viele Fragen bitte jetzt hier hineinstellen, weil Hannes und ich freuen uns wirklich, wenn wir da viele Fragen mit euch gemeinsam besprechen können. Und wenn jemand Lust hat, natürlich auch in der Mitgliedschaft bei Live Q&A, wo wir live die Fragen auch beantworten. In diesem Sinne, Hannes, mir hat es viel Spaß gemacht und ich danke dir wieder herzlichst für dein Vote zum Sonntag. Und ja, vergesst bitte natürlich niemals, dass gerade dieses Jahr 2021 die Generationenzyklen ganz bestimmt nicht schlafen werden. Schönen Sonntag auch von meiner Seite. Genießt den Sonntag, dankt Kraft, irgendwo auch Ruhe und Ordnung, um dann in der nächsten Woche gemeinsam voll und ganz loszulegen. Und dann werden wir gemeinsam bei Invest in Best, wir gemeinsam als Menschen, die großen Chancen unserer Zeit wahrnehmen, nutzen und vor allem auch umsetzen. Also, dann bis morgen und bis dann. Tschüss. Tschüss.